Dieses eine Wort solltest du aus deinem Sprachjargon streichen. Hallo, ich grüße dich erstmal ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Wenn du ein Wort aus deinem Sprachjargon streichen solltest, dann ist es das Wörtchen muss. Ich habe irgendwann mal gemerkt, wenn ich so in dieses Wort muss hineinfühle, mit welcher Schwere das letzten Endes behaftet ist. Fühl mal in dieses Wörtchen muss hinein. Ich muss jetzt die Wäsche machen. Ich muss jetzt zur Arbeit. Ich muss jetzt die Steuererklärung machen. Ich muss jetzt, was weiß ich, meinen Haushalt in den Griff bekommen. Ich muss jetzt dies und jenes machen. Egal was es ist. Fühl mal hinein, mit welchem Druck, mit welcher Schwere das letzten Endes verbunden ist. Und wenn du dieses Wörtchen muss ersetzt, ich darf jetzt die Steuererklärung machen, ich darf jetzt meine Wäsche in Ordnung bringen, ich darf meinen Haushalt in Ordnung bringen. Fühl da mal hinein, mit welcher Leichtigkeit das getragen ist. Denn letzten Endes ist es doch so, du musst überhaupt nichts, du musst gar nichts machen. Du kannst auch einfach nur so da sein. Die Frage ist, ob du das Resultat, das einfach nur da zu sein und überhaupt nichts zu machen, wirklich von Herzen möchtest. Wenn du das möchtest, dann wäre es ja auch in Ordnung. Aber ich gehe mal davon aus, dass du so gewisse Dinge in deinem Leben geregelt haben möchtest. Dass du sie in einer ganz bestimmten Ordnung siehst, sei es der Haushalt, sei es die Finanzen, sei es die Familie, die Partnerschaft, was auch immer. Und wenn du da den Druck rausnimmst, das muss so sein, das muss so sein, und ersetzt das gegen das Wörtchen, das darf so sein, das darf so laufen, so darf mein Haushalt ausschauen und was auch immer, dann nimmst du enorm Druck aus diesem Thema raus und enorm Druck letzten Endes aus deinem Alltag, aus deinen Tagen und überhaupt aus deinem Leben. Dann kommst du wieder ein Stückchen mehr im Fluss des Lebens, deines Lebens an und vieles kann viel, viel leichter fließen, ohne das Wörtchen muss. Denn dann darf es fließen und muss nicht mehr fließen. Lass dich überraschen, wenn du es ausprobierst oder ja, weniger ausprobierst, sondern wenn du es umsetzt. Und ja, lass es mich gerne hier mal so als Kommentar unter diesem Video wissen, wie es dir dabei ergeht, so dieses Wörtchen muss aus dem Sprachjargon zu streichen. Danke für dein Dabeisein, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard.